Es lebe der Widerstand von Kobani, skandieren die Kinder auf den Straßen. Das Siegeszeichen ist zum Gruß geworden. Die Kurden haben ihre Stadt verteidigt und die Terroristen des IS geschlagen. Bis vor wenigen Tagen wurde hier gekämpft, Straße um Straße. Es ist der erste Sieg am Boden über den IS. Die Kurden haben den Terroristen ihren Ruf der Unbesiegbarkeit genommen. Doch von der Stadt ist nichts mehr übrig geblieben. 142 Tage Krieg, aus Kobani ist eine Trümmerwüste geworden. Etwa 2000 Menschen haben in Kobani ausgeharrt. In einigen Depots werden Lebensmittel verteilt. Einen Teil bekommen die Kämpfer an der Front, den anderen die Menschen in der Stadt. Langsam kehrt das Leben wieder zurück, auch in der Bäckerei. Die Kämpfer des IS hatten auch hier alles zerstört. Nur ein paar alte Maschinen sind übrig geblieben. Jetzt backen die Männer 8.000 bis 10.000 Brote am Tag. Die Vorräte reichen nur noch für 10 Tage. Wir haben kein Wasser mehr, kein Öl und kein Mehl. Wir brauchen dringend Unterstützung von außen. Dafür muss vor allem ein sicherer Zugang geschaffen werden, damit wichtige Hilfslieferungen auch hier reinkommen können. Nicht nur die Versorgung ist ein Problem. In den Straßen lauern tödliche Gefahren. In einigen Vierteln haben die Terrormilizen Minen und Sprengfallen ausgelegt, um Rückkehrer zu töten. Unter den Trümmern die Leichen der Dschihadisten. Die Kurden haben Plastiksäcke angefordert, um die Männer ihren Angehörigen übergeben zu können. Es ist die Stunde Null für Kobani. Wer soll all die Trümmer wegräumen? Und wie soll es hier jemals wieder Alltag geben? Wenn die Menschen zurückkommen, haben sie keine Bleibe. Wir müssen Camps errichten und Schulen bauen, damit die Kinder wieder lernen können. Es gibt Probleme mit dem Trinkwasser und der Stromversorgung. Die Strukturen in der Stadt müssen wieder aufgebaut werden. Das war einmal das Krankenhaus von Kobani. Der IS hat es in die Luft gesprengt. Martin Glasenapp von Medico International macht sich ein Bild vom Ausmaß der Zerstörung. Die Hilfsorganisation hat die Stadt 1,5 Jahre mit Medikamenten versorgt und sogar eine Blutbank geliefert. All das liegt jetzt in Trümmern und das heißt, dass wir praktisch mit unseren Möglichkeiten neu beginnen müssen, hier mit den Ärzten ein funktionierendes Gesundheitssystem aufzubauen. Und deswegen ist natürlich diese Ruine, diese Kriegsruine besonders erschütternd, weil es zeigt, dass nicht nur die Häuser zerstört wurden, dass nicht nur militärische Ziele zerstört wurden, sondern dass auch gezielt vom IS mit Sprengfallen und Sprengminen dieses Krankenhaus zerstört wurde. Eingang zu einer provisorischen Krankenstation, die die Ärzte in einem Kellergewölbe eingerichtet haben. Hier werden verwundete Kämpfer und Zivilisten behandelt. Hikmet Ahmed hat auch während der schweren Kämpfe als Arzt in Kobani gearbeitet. Seine Frau und die 5 Kinder hatte er vorher in die Türkei in Sicherheit gebracht. Als die IS-Banden Kobani angriffen, war das Leben sehr schwer. Sie griffen uns mit Panzern und Raketen an. Sie schossen auf uns. Wir konnten kaum raus. Wir hatten nur kleine Räume, kaum Geräte. Es war kaum möglich zu arbeiten. Jetzt ist die Situation besser geworden. Der Feind ist vertrieben. Die Stadt ist frei, aber vollkommen isoliert. Medizinische Versorgung fast unmöglich. Der IS ist vertrieben, aber wenn die Menschen zurückkommen, können wir ihnen nicht weiterhelfen. Wir brauchen einen Korridor für humanitäre Hilfe. Ansonsten ist ein Leben in Kobani nicht möglich. Kobani ist umzingelt, alle Wege sind abgeschnitten. Ohne Hilfe werden die Menschen ersticken. Für ein Interview hat der Arzt wenig Zeit. 5 schwerverletzte Kämpfer werden von der Front eingeliefert. Noch in der Nacht werden 2 von ihnen sterben. In den Dörfern vor Kobani geht der Kampf weiter. Die Kurden zahlen einen hohen Blutzoll. Fast 600 kurdische Kämpfer sollen schon gefallen sein. Und noch sind die Terroristen nicht ganz vertrieben. Der Kampf um Kobani war schwer. Es war sehr hart. Wir hatten große Schwierigkeiten und auch viele Gefallene. Seitdem wir den IS aber aus der Stadt vertrieben haben, ist es einfacher, sie in den Dörfern zu schlagen. Tausende Menschen sind vertrieben. Im Niemandsland zwischen Syrien und der Türkei fährt Menaf Kitkani alle 2 Tage hin und her und versorgt die Flüchtlinge mit dem Nötigsten. Die Menschen wohnen seit Monaten in ihren Autos und warten auf die Rückkehr in ihre Heimat.
Was wir noch an Medikamenten haben, reicht gerade noch für eine Woche bis maximal 10 Tage. Danach haben wir nichts mehr. Wir brauchen jede Art von Unterstützung. Wir brauchen Medikamente für Kinder gegen Diabetes. Und wir brauchen Milch für Kinder. Die meisten Flüchtlinge kommen aus den Dörfern im Umland von Kobani. Sie mussten fliehen, als der IS vorrückte. Wie alle lebt auch die Familie von Tatice seit 5 Monaten in ihrem Anhänger. Sie versucht, ihre Kinder im Winter irgendwie durchzubringen. Wir haben die Kämpfe in der Stadt und in den Dörfern direkt miterlebt. Sie feuerten mit Granaten und Raketen. Auch wir wurden dort drüben noch beschossen. Deshalb sind wir mit den Kindern weggelaufen. Die Schlacht um Kobani ist gewonnen. Die Stadt ist frei. Und doch eine Zukunft wird es ohne internationale Hilfe wohl nicht geben.